Herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich möchte heute was ganz Leckeres machen. Ich meine, gut, ich mache eigentlich immer was Leckeres, aber heute wird es richtig lecker, denn heute gibt es Käsekuchenmuffins ohne Boden mit Feigen und Minze und das ist richtig lecker. Ich hatte die ja mal irgendwann gepostet und irgendwann, als ich mal mein Käsekuchenrezept gemacht habe, habe ich auch gesagt, dass ich eins ohne Boden habe und das ist eben das hier. Ich verarbeite den Teig jetzt allerdings als Käsekuchenmuffins, aber man kann das auch einfach so als Kuchen machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz die Zutaten. Und zwar brauche ich 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein bisschen Vanilleextrakt, 3 Eier, die habe ich getrennt in Eigelb und Eiweiß, 2 Esslöffel Grieß, da könnt ihr einen Hartweizen- oder Weichweizengrieß nehmen, 500 Gramm Magerquark und einen halben Teelöffel Backpulver. Und ich habe noch eine Limette und eine Zitrone, beides natürlich bio, damit ich die Schale verwenden kann. Und später brauche ich dann noch ein bisschen Honig, ein paar Feigen und die Minze, die habe ich jetzt noch hinten stehen, die habe ich vergessen herzuräumen. Ich werde jetzt damit starten und gebe jetzt erstmal meine Butter in meine Rührschüssel. Die sollte schön weich sein. Und wenn ihr mal vergesst, die Butter rechtzeitig rauszustellen, könnt ihr sie einfach mit so einer Reibe fein reiben, dann wird sie auch ganz schnell zimmerwarm. So habe ich das nämlich gestern gemacht. Oder in die Mikro. Oder in die Mikrowelle, aber wir haben halt keine. Ja, Murat. Leider haben wir keine Mikrowelle mehr. Leider. Brauchen wir vielleicht wieder eine. Können wir mal so Tassenkuchen machen. Jetzt gebe ich noch den Zucker mit dazu und lasse es einfach mal verrühren. Und ich nutze die Zeit aber auch schon mal, um einfach meinen Eiweiß zu schlagen. Kann man jetzt natürlich auch in so einer Schüssel machen und das Ganze dann tauschen. Aber so bin ich dann gleichzeitig fertig. Beides auf höchster Stufe. Zum Eischnee habe ich übrigens noch eine Prise Salz mit dazu gegeben. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. Jetzt nehme ich hier meine Vanilleschote und gebe da einfach ein paar Tropfen mit dazu. Da braucht man immer ganz wenig nur. Und dann kommt auch direkt das Eigelb mit rein. Und dann lasse ich es einfach noch mal etwa 3 Minuten verrühren, dass das Ganze eben so richtig schön cremig ist. Und jetzt verrühre ich hier meinen Backpulver mit dem Grieß, damit es gleich nicht so klumpt. Und je nachdem, ob ihr jetzt Weichweizen oder Hartweizengrieß habt, bei Weichweizengrieß wird das Ganze etwas feiner und bei Hartweizengrieß wird es halt so ein bisschen, ja so, wie sagt man das? Mehlig? Nee, da sind halt so kleine Bröckelchen drin, also von dem Grieß. Ist beides gut. Ich glaube, ich mag keinen Grieß. Ja, Grießbrei gibt's doch. Ja, Grießbrei, ich mag das ist lecker. Gar nicht. Boah. Ja, aber du magst ja eh nichts, was weich und was heiß und was süß ist. Ja. Ich gebe jetzt hier den Magerquark mit zu der Eier-Butter-Mischung. Dann kommt da der Grieß mit dazu. Und dann reibe ich noch ein bisschen Limettenschale mit rein. Mag ich ganz gerne. Einfach für das frische Aroma. Oh, das riecht so gut. Und das geht natürlich nur mit Bio. Geht natürlich nur mit Bio. Sonst hast du ein paar Stoffe mit drin. Und wer will noch ein bisschen Zitrone? Ihr könnt übrigens, wenn ihr mal Bio-Zitronen und Bio-Limetten daheim habt, aber die Schale gerade nicht braucht, könnt ihr die einfach abreiben und einfrieren. Dann habt ihr die nämlich immer da. Und ihr verschwendet die Schale einfach nicht. Und du hast doch, ab und zu tust du doch mal die Schale in die Spülmaschine rein. Ja, damit. Das geht auch. Ja, das heißt, man kann die zu 100% benutzen. Genau. Und jetzt schneide ich mir die Zitrone auf und gebe noch ein paar Spritzer Zitronensaft mit dazu. Gerade so einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel. Und jetzt verrühre ich das noch ganz kurz. Nicht auf höchster Stufe, eher auf mittlerer Stufe. Und jetzt hebe ich da einfach nur noch den Eischnee unter. So wird das Ganze richtig schön luftig und locker.
Und der Grieß sorgt in der Käsekuchenmasse einfach für die Bindung, damit die einfach nicht auseinanderfällt. Willst du mal riechen? Ich wundere mich eigentlich immer drüber, du hast es ja eigentlich gelernt, Bäcker oder Köchin oder wie auch immer. Aber woher du das weißt? Ich meine, meistens ist es einfach nur logisch, weil sonst hätte ich ja nur Ei und Quark. Wird zwar auch Hefe, aber so hat man halt so ein bisschen mehr Biss drin. Und dann der Rest kann man einfach nachlesen. Okay, magst du mal riechen? Und ich besprühe in der Zwischenzeit meine Muffin-Backform mit etwas Backtrennspray. Kann man natürlich auch einfach etwas Butter nehmen und das Ganze auspinseln. Ja, das Problem ist immer, dass du nachher den Pinsel putzen musst. Ja. Wie putzt man eigentlich so einen Pinsel? Weil wir können ja mal in die Spülmaschine gehen. Doch. Ist doch aus Silikon. Ach so, das stimmt. Ja, ich denke immer an die Dingpinsel, an die Haarpinsel. Nee, die sind ein bisschen eklig. Und jetzt nehme ich mir einfach noch ein bisschen Grieß und bestreue damit die Formen. Und warum machst du das jetzt? Ja, einfach damit es später leichter rauskommt. Kann man das bei allen Muffinformen machen oder immer machen? Wenn ja, also man braucht halt unbedingt eine Anti-Haft-Muffinform, weil ansonsten kriegt ihr die Käsekuchen-Muffins auf keinen Fall raus. Und jetzt nehme ich einfach einen Löffel und gebe diese Käsekuchenmasse in die Muffinförmchen rein. So einen großen gehäuften Esslöffel. Ich habe die jetzt ziemlich voll gemacht. Ein bisschen Teig habe ich jetzt noch, da muss ich dann später in eben eine Form noch befüllen. Und so gebe ich die Käsekuchen-Muffins jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Die brauchen so ungefähr 15 bis 20 Minuten. Die Stäbchenprobe kann man auch hier machen und dann zeige ich es euch einfach gleich. Und werde aber in der Zwischenzeit schon mal die Feigen verarbeiten. Ich bereite jetzt schon mal meine Feigen zu und zwar habe ich jetzt hier 7 Feigen. Ich benutze aber nur 6, eins fürs Foto. Lass mal eins weg, das tue ich dann später mit dazu. Und die habe ich jetzt bereits gewaschen und nehme jetzt einfach da oben diesen Stängel ab und unten auch hier den Ansatz und halbiere die jetzt einfach mal. Die besten Feigen kommen übrigens aus der Türkei. Findest du nicht auch? Ja, das sagen dann alle Türken. Aber das sind jetzt keine türkischen Feigen. Ich habe leider nur brasilianische bekommen. Und jetzt schneide ich die einfach in so kleine, ja, was sind denn das? Ich drittel sie einfach. Ich finde es immer, wenn man das sagt, die besten Feigen kommen aus Türkei. Es ist die aber besten, so. Das kommt aus Spanien. Oder wer hat das erfunden? Ich finde es immer Blödsinn. Also ich finde einfach, es können auch super Feigen aus Brasilien kommen. Oder, also ich mag mich. Ich habe nichts gegen Brasilien, aber die beste Feige kommen halt trotzdem aus der Türkei. Und die beste Kartoffel aus Deutschland. Ich weiß. Aus der Pfalz. Genau. Pfälzer Kartoffel. Krummbeere. Ja. Nee, ich finde es auch immer Diskussion, immer, wenn man sagt, wer hat was erfunden. Die Türken haben es erfunden, die Österreicher haben es erfunden, die Hauptsache Tiroler. Schmeckt, oder? Hauptsache schmeckt, schon egal wo es herkommt, wer es erfunden hat. Ich finde, das kann man eh nicht genau sagen, woher war es. Ja. Heutzutage ist alles hier vermischt. Genau. So. Man kann übrigens die Feigen auch schälen, aber ich nehme die ganz gerne einfach mit der Haut, mit der Schale außenrum. Mein Papa hat mir das einfach gezeigt, dass man die mitessen kann. Ja, ich esse es auch gerne. Nee, ich esse es nicht mit. Ich schäle sie immer, aber ich kenne viele Leute, die sie essen. Ja. Wenn ich mal keine Zeit habe, dann esse ich auch die Schale mit, wenn ich sie vom Baum geklaut habe oder so. Dann hast du keine Zeit zum Schälen. In der Türkei schmeckt es gut vom Baum runter. Ja. Die sind hier richtig teuer, in der Türkei wachsen sie überall. Also ja. Also ich habe jetzt hier für eine 79 Cent gezahlt. 79 Cent für eine Feige? Für eine. Ich gebe die jetzt hier in so ein Schälchen rein, denn ich werde die jetzt gleich noch marinieren. Und der Feigengeschmack kommt ganz gut oder ganz besonders hervor, wenn man da noch ein bisschen Limette mit dazu gibt. Ich nehme jetzt noch ein bisschen von der Schale und dann nehme ich auch Limettensaft. Und wenn du fragst, woher ich das weiß, das habe ich heute im Globus gelesen. Das stand nämlich auf dem Schild neben der Feige. Aber ich hätte Limette sowieso genommen. Ja, aber 79 Cent für eine Feige, das haut mich als Schwaben schon um. Naja,
aber... Kannst du nicht irgendwas anderes nehmen, was günstigeres? Doch, kann man auch nehmen. Also man kann zum Beispiel auch ein paar Orangen nehmen. Oder im Sommer würde ich es jetzt mit Erdbeeren machen, also zur Erdbeersaison. Kann man einfach irgendwas anderes nehmen. So, jetzt ein bisschen Limettensaft. Und dann gebe ich für die Süße noch ein bisschen Honig mit dazu und natürlich auch fürs Aroma. Ich habe jetzt da einfach so einen Blütehonig. Gebt da einfach ungefähr 1 bis 2 Esslöffel mit dazu, je nachdem, wie süß ihr das halt haben wollt. Und als ganz besondere Frische und leckeres Aroma nehme ich noch ein paar Minzblätter. Die passen da nämlich auch super dazu. Eine ganz blöde Frage, ist Blütenhonig eigentlich vegan? Nee, das ist doch von Bienen. Ach so. Und jetzt klatsche ich. Murat, das ist doch von Bienen, auch wenn es von Blüten kommt. Ja. Ja, jetzt klatsche ich da einmal drauf, dann kommen nämlich die Aromen richtig gut raus und den Rest zupfe ich einfach klein. So, die ätherischen Öle, wollte ich sagen. So, und jetzt verrühre ich das einfach und lasse es dann so lange stehen, bis die Käsekuchen-Muffins aus dem Ofen rauskommen. Dann können sich hier nämlich die Aromen so ein bisschen verbinden, das Ganze kann durchziehen. Und dann sehen wir uns gleich eigentlich schon zum Servieren wieder. War ein richtig schnelles und ein einfaches Rezept, gell? Ja. Ja. Bis gleich. Meine Käsekuchen-Muffins habe ich vorhin auf ein Abkühlgitter gestürzt und das ist so, im Ofen gehen sie ziemlich auf und dann fallen sie noch mal ein bisschen zusammen. Ihr könnt es verhindern, indem ihr sie im abgeschalteten Ofen noch ein bisschen auskühlen lasst, aber ich finde es auch so nicht schlimm, denn Hauptsache sie schmecken gut. Und jetzt nehme ich sie mir einfach so, wie sie sind. Ihr könnt sie jetzt einmal umdrehen oder so lassen. Ich lasse sie jetzt so und serviere sie jetzt auf einem Teller. Da kommt nämlich jetzt, da kommen diese Feigen mit dazu. Und dann gern auch ein bisschen von diesem, von der Flüssigkeit, die da jetzt rausgekommen ist. Der Sud. Der Sud. Apropos, jetzt wenn du einen Honig machst. Ich habe jetzt gerade geguckt, Bienenhonig ist nicht vegan. Und zwar, ich wusste auch nicht, dass Honig Bienenkotze ist. Also das wusste ich, aber ich wollte es vorhin nicht sagen. Ich mein, manchmal machen wir sich über die einfachsten Dinge keine Gedanken, aber wirklich. Ja. Und zwar folgendes, in meiner Kindheit, also wo ich eigentlich nur arbeiten musste, haben wir im Kindergarten Honig aus Löwenzahn gemacht. Das weiß ich noch. Der schmeckt richtig lecker. Und das ist dann vegan oder ohne Bienen? Nein, das ist dann vegan. Okay. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Muss man nachschauen. Vielleicht können wir mal wirklich einen Honig machen aus Löwenzahn. Wäre eine coole Idee. Ja, das fände ich auch super. Weil die Bienen, wie gesagt, das ist nicht vegan. Die werden ausgebeutet, müssen arbeiten. Ja, hast du nicht den Film B-Movie gesehen? Da sieht man das doch. Da kommen die doch irgendwann auf die... Also da kommen sie doch dann drauf, dass also die Bienen werden dann getötet Menschen, und die, arbeiten Bienen. Ohne Tariflohn von Tag bis Nacht, morgens bis abends. Deswegen Bienenhonig ist nicht vegan. Da gibt es keinen Mindestlohn. Da gibt es keinen Mindestlohn bei den Bienen. Ich habe jetzt hier, das ist gut, dass du das echt erwähnst, aber wir können ja echt mal gucken, vielleicht können wir so einen Löwenzahnhonig mal selber machen. Der schmeckt wirklich lecker, ich kann mich noch aus dem Kindergarten dran erinnern. Und wenn ich mich noch an was aus dem Kindergarten erinnern kann... Aber im Kindergarten schmeckt doch eh alles. Ja, stimmt auch wieder. Das schmeckt immer. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Honig drüber gegeben und jetzt nehme ich wieder so ein bisschen Puderzucker. Das ist jetzt wieder mein süßer Schnee, der schmilzt nämlich nicht. Den gebe ich über das Käseküchlein drüber. Frau Holle. Die Frau Holle. So. Den kriegst du jetzt nicht, das ist jetzt mein Teller fürs Foto. Das ist immer so. Das ist immer so. Ich will immer reinhauen, da heißt nein, nicht, ich muss das Foto machen. Aber ich mache jetzt auch einen schönen Teller und den darfst du dann probieren. Aber das kennen bestimmt viele Männer. Die das leiden müssen, wenn die Frauen das unbedingt posten müssen. Ist halt so. Im Sommer würde ich den Käsekuchen übrigens vorher erst in den Kühlschrank stellen, dass er richtig schön kalt ist und dann einfach servieren. Ich finde, dann schmeckt er noch besser. Murat, ist jetzt dein Teller. Jetzt muss ich den Käsekuchen zusammen mit den Feigen probieren. Aber ich mag den Bienenhonig nicht drauf haben. Ich mag das ohne Honig. Bist jetzt auch vegan? Nein, aber... Jetzt tun dir die Bienen leid, jetzt gell? Jetzt tun mir die armen Bienen leid, die ohne... Also ich finde, dass die Feigen mit der Minze richtig gut dazu passen, weil es ergänzt sich einfach alles super. Aber wie gesagt, kann man auch was anderes nehmen als Feigen. Orangen, Erdbeeren im Sommer.
Und? Boah, ohne Witz. Ja, schon also, die Geschmacksexplosion. Also, das ist eine Geschmacksexplosion, wirklich klasse. Ja. Ich dekoriere jetzt noch ein bisschen weiter. Murat darf fertig essen. Das ist bestimmt wieder so ein Angeber. So. Ja, jetzt hey, ist so ein Angeber. Gäste kommen und du machst und es sieht aus wie bei einem 5-Sterne-Koch. Und vor allen Dingen ist man fertig in ungefähr 45 Minuten. Also länger habe ich jetzt nicht gebraucht. Im Prinzip war die Backzeit das längste. Mit der Minze schmeckt das wahnsinnig. Mhm. Also mit Minze müsst ihr es auf jeden Fall probieren. Feige, Käsekuchen, Wahnsinn. Genau. Oder Erdbeerminze, das geht auch. Und ich dekoriere das hier jetzt noch fertig. Ihr dürft inzwischen schon mal das Rezept nachlesen auf sallys-blog.de. Und wir sehen uns dann schon ganz bald wieder mit einem anderen leckeren Rezept. Bis dann, tschüss! Thank you.